Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Skyforge. Es wird heute weitergehen mit der Geschichte, nennt sich hier das ja, so eine Art Hauptquest. Und momentan sind wir bei dem Punkt Elixier und Bombe. Und wir sollen mit Thais im Park sprechen. Das wird da hinten stattfinden. Ich glaube, irgendwas Besonderes müssen wir im Moment nicht tun. Hier habe ich bereits ein bisschen aufgeräumt. Hier ist auch nichts zu tun. Was mir aufgefallen ist, es gibt seit kurzem eine neue Klasse, die nennt sich Revenant. Das sind solche, naja, Todesboten. Auf jeden Fall Leute, die mit einer zweihändigen Axt durch die Gegend laufen und alles platt machen. Sieht schon heftig cool aus, aber ich habe leider keine 35.000 Funken der Transformation. Sonst würde ich tatsächlich diese Klasse kaufen und spielen, weil die irgendwie schon cool aussieht. Na gut. Im Moment nicht. Müssen wir uns erstmal erspielen. Machen wir dann also erstmal weiter mit der jetzigen Quest, die wir haben. Kra, kra. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht, wie viel das ist, 35.000. Also ist das etwas, das man sich in absehbarer Zeit erspielen könnte oder eher nicht? So, na, hier sind die Champions, Gold, Silber, Bronze. Alvin Dresden, Exzessum, aha. Valu Carpe Diem. Jojo Black. Na gut. Hey Thais. So, steigen wir mal ab. Göttin der Liebe, ich bin wieder zurück. Tiberius's plan sounds as exciting as a first kiss. We're just missing one small detail, right? Na, was fehlt denn? Wonderful. In that case, I'm the perfect person to solve this little problem. My adepts include the best alchemists in all of Aelion. What? A love potion? And that's what fortune tellers make in cheap bazaars. My alchemists are so good that Flavius himself has turned to them for help on many occasions. They are simply the best. The best. Mhm. Die besten Alchemisten. Yes, don't ever think about doubting me again. Oh, I'm sorry. I'm just very anxious. One of the adepts among my followers needs help, and I have no idea who to turn to. Are you serious? That would be glorious. Mission successfully completed. Okay. Mission fertig. Rette den Alchemisten aus dem angegriffenen Kloster Ignum. Oh. Schon wieder Kloster Ignum. Na gut. Machen wir. Ich hoffe, ich muss nicht das gesamte Kloster dafür durchspielen. Activating Afterburning Mode. Ja, wahrscheinlich wird es so sein, ich werde, keine Ahnung, 90% durchspielen müssen. Und dann macht es auch keinen Unterschied, dann kann ich die restlichen auch machen. So, Moment. Kann ich nicht einfach von hier aus? Ah, einen Moment. Das müsste doch so gehen, oder? Kloster Ignum. Wo war denn das jetzt nochmal?
Okay, na, dann machen wir das mal am besten so. Abenteuerliste. Region. Hier müsste das jetzt... Ah, da. Da ist es doch. Kloster Ignum. Genau, da waren wir ja schon mal. Damals war das easy peasy. Aber diesmal wird das ja sicherlich auf meine Stufe abgegradet. Da wird das nicht mehr so einfach sein. So, instabile Emanationen. Studiere deine Gegner. So, Funken der Transformation. Göttliche Urkunden. Ungewöhnliche Gegenstände. Mitmachen. You need to find the key to unlock the gates to the courtyard. Search the bodies of fallen Templars. You'll probably find it on one of them. Das sind eine ganze Menge Gegner hier gerade. It's a prototype. We are going to see if there are any side effects. Somewhere inside. Please hurry. Ich werde mich hier ein bisschen was holen von Flavius. Denn wenn die alle mein Level haben, ja, das könnte schon ein bisschen schwieriger werden, ne? Was holen wir uns denn? Kampftransformator oder das Pegasus? Ich würde mal sagen Kampftransformator. Dann müsste ich eigentlich... Activating afterburning mode. Na, kann ich ihn zerstampfen? Nee, ne? Kann ich nicht. Ah, der lebt noch. So, toter Templer durchsuchen. Ich frage mich, was das hier ist, was ich da mache. Ich laufe jetzt einfach mal so durch. Weil ja, die Zeit... Ich habe ja nicht so viel Zeit. Bald ist der Transformator weg. Au, au. Und ich will bis dahin so viele wie möglich von dem... Bis dahin möchte ich so viele wie möglich von denen hier erledigt haben. Irgendwie sterben die alle nicht mehr.
Ah, gleich bin ich kaputt. Ah, ich bin nicht kaputt. Aber ein paar von denen möchte ich noch erledigen, wenn es geht. Na, kommt, Leute, kommt. Caution mode. Und weg ist die Rüstung. Ja? Au. Alter Schwede. Die haben ganz schön Schaden gemacht. Also wenn ich die ganze Meute so hätte umbringen sollen, das wäre wahrscheinlich nicht so lustig gewesen. Ah, da hinten sind noch relativ viele. So, du, rede. Phew. I don't know how to thank you for saving me. I thought I was done for. I prepared myself for death. I'm not much of a fighter, but I was going to take at least one of them with me. Yes, of course. Let me get myself together. Hell, I'm still shaking. I know you immortals are used to this sort of thing, and it probably annoys you to hear it. But I'd still like to thank you for saving me. And now, if you don't mind, I'd like to leave this place as soon as possible. Ja, hau ab. Los, schnell. I'll go to Theus. Hopefully we'll meet again. Quest data added to archives. So, kehre ins göttliche Observatorium in der Hauptstadt zurück. Das ist eigentlich... War's das? Ich kann hier jetzt schon raus. Sollte ich vielleicht auch machen. Analyzing system components. Efficiency 100%. Ich kann natürlich mal versuchen, wie es ist, gegen die zu kämpfen. Aber ich glaube, dies wird hart werden. Ich versuch's trotzdem mal. So schwer war es doch nicht, ne? Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich mehr Schaden einstecke, wenn ich gegen die kämpfe, aber... Retten! Kannst auf meinen Glauben zählen. Das ist aber nett von dir.
to combat mode. Evasive maneuver failed. Requesting updated instructions. Please refrain from rebooting me until the operation is complete. There is a Titan sentry behind the gates. It is set to immediately call in Templars in case of an intrusion. Bin mir noch nicht so ganz sicher. So, soll ich weitermachen? Oder soll ich zurück ins Observatorium? Ich glaube, ich mache noch weiter. This experimental Titan can inflict massive damage. Try to evade his powerful attacks. Probability of victory decreased. Balance of forces changed. You need to get to the tank and destroy it, and try to avoid its special attacks. So, den Tank kaputt machen. Und seine Special Attacks avoiden, okay? Reminder: Regular warranty maintenance required. Die Kämpfe sind schon nicht ganz einfach. Und hier ist der Panzer. Bin mal gespannt, wie das wird mit diesem Panzer. Ich will kurz mal auf meinen Cooldown warten. Especially dangerous enemy detected.
Now you need to eliminate the rebel commander. The beams of light on the upper level will help you. Okay. Panzer ist kaputt. Jetzt den Commander kaputt machen. The beams of light will help you. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Ich meine, ich habe das ja schon mal gemacht, aber irgendwie... Na gut. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Insufficient memory space, archiving data. Ich überlege, ob ich an denen irgendwie vorbeikomme, aber es scheint nicht so zu sein. Nee. Ich werde mich leider durchkämpfen müssen. So ungern ich dies mache. Ah, was ist denn das? Nein, nicht Gesel. War echt knapp und ich verstehe gar nicht, wieso ich meine Heilkugel nicht benutzen konnte. Das wollte ich nämlich die ganze Zeit machen und bin ab und zu jetzt auf G gekommen für Geste, ja, das hier, und ich wollte aber meine Heilkugel benutzen und irgendwie war die gesperrt. Ich durfte sie nicht im Kampf benutzen. Komisch. Früher ging das, zumindest einmal im Kampf. So. Ist das der Commander? Nee, ne? Updates downloaded. Rebooting the system. Please wait. Schwert will ich haben.
Zack, danke. So, das Schwert müsste mir doch jetzt ein bisschen helfen gegen den Kommandanten. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Threat level maximum. Maneuver failed. Ich glaube, er ist jetzt sauer. Decision detected. Der ist echt hart, ne? Ich habe vorhin so einen blauen Lightbeam gesehen. Wahrscheinlich hätte ich den nutzen müssen für irgendwas. Jetzt zum Beispiel. Die Frage ist nur, wie nutze ich den? Soll ich da selbst rein oder soll ich ihn da rein locken? Jetzt ist da so ein Lightbeam. Probability of victory decreased. Zack. So. Der mit deinem Schwert. Analyzing system components. Efficiency 100%. Ja, schon ein etwas harter Kampf. Ich wusste jetzt nicht, was ich mit diesen Lightbeams machen sollte, ehrlich gesagt. Gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Irgendwas Interessantes für uns. Mhm.
Immerhin eine Sache. Kloster Ignum fertig. Vier Sterne. Yay. Akzeptieren. So, Operationen. Nein, ich möchte da jetzt nicht weitermachen. Okay, sprich mit Thais im Park. Dann machen wir das ganz schnell mal. Die Folge ist relativ lang geworden. Und nach dem Gespräch machen wir dann auch Schluss, würde ich sagen. So, Thais, Göttin der Liebe. Ah, und lass die ganz anderen. We work well together, don't we? Ja, irgendwie schon. Just a little bit. The masters who serve me will be done with the solution. And has Kinta already delivered your dangerous toys, Valinir will bring them to the Malene Caves. So, mach weiter. So now all we have left to do is take a deep breath, breathe in and out, and of course follow the plan. Head out. We'll meet at the spot. Oh, I pray to God that Iana doesn't stop in for one of her random inspections. If you see Iana, we must abort everything. Abort it right away. Quest complete. Compiling status report. Erkundet die Gegend in der Nähe von Laertes Gefängnis in den milenischen Höhlen. Das werden wir machen in der nächsten Folge. Bis hierhin erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.